Wenn Sarah Biasini lacht, dann kann man gar nicht anders, als sie mit ihrer verstorbenen Mutter zu vergleichen. Für Sissi-Fans ist Romy Schneider eine unsterbliche Ikone. Aber als wir Sarah auf die Sissi-Neuverfilmung ansprechen, empfindet sie nur Mitleid mit der neuen Darstellerin Dominique Davenport. Ich habe nur ihr Foto gesehen, die Arme. So viel ist klar, Sarah spricht aus Erfahrung. Als Romy Schneider 1982 an Herzversagen stirbt, ist Sarah Biasini gerade mal 4 Jahre alt. Die 44-Jährige hat kaum Erinnerungen an die eigene Mutter, im Gegensatz zu vielen anderen Menschen, die meinen, Romy gekannt zu haben. Das Bild, das die Öffentlichkeit von meiner Mutter hat, das gehört nun mal allen. Wie die ganzen Schauspieler, die Sie im Fernsehen in Ihrem Wohnzimmer sehen und die Ihnen gehören oder von denen Sie glauben, sie zu kennen. Sarah will diese Worte gar nicht hören. Sie hätte Romy Schneider lieber als Mutter kennengelernt, nicht den Mythos um sie. Dieses Ikonenhafte ist mir egal. Ich mag das Wort auch nicht. Aber ich finde es wunderbar, was sie gemacht hat, den Weg, den sie gegangen ist, die Arbeit, die sie geleistet hat. Ich bin extrem stolz auf sie, wirklich. Mit 44 ist Sarah jetzt 1 Jahr älter, als ihre Mutter geworden ist. Mehr denn je werden sie äußerlich verglichen. Im Inneren kämpft sie mit ihren Gefühlen zwischen Stolz und Trauer einer Tochter. Niemand will meine Mutter vergessen, außer mir. Weil niemand so viel um sie weint wie ich, wenn ich an sie denke. Ich will ja nicht weinen, aber das ist nicht so leicht. Es tut einfach oft noch weh. Das ist der Grund, warum ich nicht an sie denken will, weil es mich zum Weinen bringt. Ihre innere Zerrissenheit bringt sie in ihrem Buch Die Schönheit des Himmels zu Papier. Das Schreiben hat ihr dabei geholfen, mit dem Tod ihrer Mutter klarzukommen. Und über eins ist sie bestimmt ganz froh, die Neuverfilmung von Sissi. Den Job verglichen zu werden, so hofft sie vielleicht, ist sie damit los. Ich habe nur ihr Foto gesehen, die Arme. Ich sage die Arme, weil man sie mit den Vergleichen sicher nerven wird. Sarah Biasini hat den inneren Konflikt mit ihrer Mutter offenbar endlich gelöst. Sie hat jetzt selbst eine Tochter und für die will sie mehr sein als nur ein Mythos.